Die letzten 90 Minuten Profifußball in Deutschland, die kommen aus München, aus dem Grünwalder Stadion und das alles live bei Magenta Sport. Dazu herzlich willkommen, 1860 München gegen Rot-Weiß Essen. Ex-Löwe, Ex-RWEler und natürlich auch gebürtiger Essener. Sascha Mölders ist da, schön, dass du da bist. Ja, schönen guten Abend. Also ich muss sagen, ich freue mich wie ein kleiner Schulbub auf das Spiel. 60 München Rot-Weiß Essen ist für mich fast ein identischer Verein. Beide Vereine leben von ihrer brutalen Fanbase, emotionale Fans, zwei Traditionsvereine vor dem Herrn. Immer wenn ich wieder hier bin und schaue dahin, da kriege ich immer wieder Gänsehaut. Das ist einfach, die Stimmung wird heute einfach Wahnsinn sein. Möglichkeit, flach nach innen, da ist der Schuss ganz knapp vorbei. Jetzt haben wir Action auf dem Feld. Ball ist unterwegs, richtig gut. Ah, der war sogar am Pfosten. So, und jetzt ist Sascha Mölders auch bei mir angekommen. Servus. Ja, hier sind wir. Hier irgendwie, ich weiß gar nicht, wo wir hinschauen müssen, aber hier in unserer Box, wir winken mal irgendwie. Genau. Geiles Banner, gell? Ja, super Plakat, ne? Wollte gerade sagen, ne? Haben wir natürlich entdeckt. Ja, freut mich. Haben wir natürlich entdeckt. Aber du hast nicht selber aufgehängt. Nein, ich habe es tatsächlich nicht selber aufgehängt. Also die zweite Halbzeit läuft. Gute Flanke. Oh, ganz knapp vorbei. Lannert. Der versucht es mal. Und es fehlt nicht viel. Es macht echt Spaß zu schauen. Ne? Beide Fanlager singen ununterbrochen. Das ist ja echt schön. Auf den Rängen sehr, sehr schön. Lex kommt zu Fall. Und es gibt den Elfmeter. Ball ist freigegeben. Und Vrenetzi macht ihn. Die Löwen führen. Es gibt aber nochmal Freistoß für RWE. Tanak schnibbelt den Ball. Da ist die Chance. Da ist der Ball drin. Und Essen mit dem Ausgleich in der Nachspielzeit. Und jetzt ist Schluss. 1-1 zum Jahresabschluss in Liga 3. Kein Sieger zwischen dem TSV 1860 München und Rot-Weiß Essen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.